Ein wunderschönes Salam Aleikum, Freunde, und willkommen zurück hier bei meinem Let's Play Star Wars Republicum. Mando, yeah, Ishmael ist back in town und es tut mir leid, dass es sich alles etwas verzögert hat. Das lag daran, weil ich habe keine gute Ausrede dafür, aber meine Ausrede ist jetzt, wir machen einfach weiter, wo ich stehen geblieben bin, weil ich werde das jetzt durchziehen für alle, die jetzt Bedenken hatten. Ah, fuck, diese Pussy macht jetzt nicht mehr weiter. Und doch, ich bin voll dabei. Und was geschah das letzte Mal? Wir haben unser eigenes Schiff bei eBay ersteigert und müssen jetzt aber leider mit den Konsequenzen leben, dass die KOS unseren Tod will, mit einem Schiff, das größer ist als alles, was wir je gesehen haben. Zumindest haben wir die Trandoshana verjagt und lasst uns einfach einsteigen. Ja, Heroes of your Future Past, wir sind wieder zurück. Wir haben hier 7 Fixer und Scorch total im Kampfmodus, wie ich hier sehe. Und ich... Boah, ist das so... Wir waren noch nicht im Hangar D. Ich hatte am Ende... Oh, das sieht echt schön aus. Ihr seid sexy. Das letzte Mal gesagt, dass wir Hangar D noch fertig machen, haben wir nicht getan. Machen wir aber jetzt, weil... Versprechen und so sind bei mir ja nicht so. Und da sind Druiden. Die knöpfe ich mir jetzt mal vor. Ich muss gleich erstmal checken, was ich... Fuck, sind das viele. Was ich für Waffen habe. Und wieso ich sie habe. So, checken wir das einmal durch. Pistole. Scharfschützengewehr ist nicht da. Den Panzerbrechender haben wir noch. Stoßwellengewehr ohne Munition. Ah, warum legt man 1 auf die Pistole? Die Pistole auf die 1, meine ich. Das sieht komisch aus. Egal, Team, los geht's. Angriff. Wir sind im Hangar D, das ging ziemlich schnell jetzt. Und wir haben da super Kampfdruiden-Probleme. Bombardierung einleiten. Ich... Okay, die Träger nicht direkt angreifen. Ich weiß nicht, warum. Rückseite des Hangars. Ich höre Druidikas. Warum die Rückseite des Hangars? Was sollen wir da? Wir müssen die Träger ausschalten. Wenn die Superkampfdruiden hier in ungeheuren Mengen kommen, dann wird das nichts. Wir müssen die aber auch erst wegschaffen, bevor ich ein Teammitglied entschicke. Oh Gott! 4-0 ist schon am Boden. Wo ist 4-0? Ach, fuck. Ich glaub's nicht. Warum ist 4-0? Ja, ich habe sie in Angriffformation geschickt. Kein Wunder. Okay, ich deck mich erstmal selber. Tu was, Scotch! Gott verdammt! Ach, das sind gar keine Feinde. Formieren? Ja gut, er schießt mit seinem Sturmgewehr aus der Scharfschützendeckung, aber... Ach komm, Heilin! Ja, Gott, bin ich ein genialer Taktiker. Nein! Ah, wieso, wieso? Oh Gott, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Okay, Aufzug umprogrammieren, Bug dafür alle. Ja, chill. Ich soll hier hacken, ich soll zerstören, ich soll hier... Ist ein Geschütz. Und ich habe ja auch noch mein Panzerbrechen. Oh Gott, das, seit wann ist das so kacke alles? So, da wird jetzt gesprengt. Es sind aber viel zu viele Superkampfdruiden. Eigentlich müsste ich erstmal... Weil diese normalen Druidenträger sind gar nicht so das Problem. Okay, keine Sorge. Ach, jemand muss das hacken. Okay. 30 Sekunden. Okay, so. Jetzt weg mit denen hier. Ah, komm. Hier, Panzerbrecher. Aus dem Weg. 7. Sehr schön. Okay, neue Superkampfdruiden. Krieg hier, du Bitch. Okay. Nee, das ist die Pistole. Das haben wir gleich, das haben wir gleich. Ah, ich habe keine Granaten mehr. Wie wechselt man Granaten? Ich habe noch Granaten. Diese wärmenden... Oh, diese wärmenden Worte von 3-8 sind echt schön. 7 ist down. Ach Gott, ich bin hier total durcheinander.
habe ich wieder. Manöver abbrechen, Delta. Kümmere mich um das Geschütze. Komm dahin. Das kriegen wir schon geregelt. Oh Gott, diese Sprengsätze. Fuck. Ich hab sie doch noch gesehen. Ich wollte jetzt irgendwie diesen ganzen Haufen da von 7 wegbringen. Lucky Number 7. Ja, verstehst du, ne? Ist der zu Ende, Leute? Artillerie, das ist ein Kampfläufer. Artillerie, was? Wie? Was hat sich dieser Scheißberater dabei eigentlich gedacht? Okay. Einer sprengt da. Was ist denn das da für ein laufender Kasten? Okay. Delta, informieren Sie sich. Munition erschöpft. So, dahin. Ist hier das Ende? Ich gehe da mal hin. Ach du Scheiße, geil! Okay, das wollte ich, ja. Genau das wollte ich. Okay, das mit dem Zielen muss man hier so ein bisschen üben, weil die ballistisch sind. Boah, schön! Ich liebe es, genau das habe ich die ganze Zeit gesucht. Aber am besten zum Mitnehmen. Kann sich Delta hier positionieren? Brauchen sie eigentlich gar nicht. Ich meine, boah, was ist das denn hier für ein Framerate-Einbruch gerade? Bitte das zu entschuldigen. Ach, jetzt geht's wieder. Es hört aber auch nicht auf. Ist das so? Ach, da hinten ist noch so ein Träger übrig. Den zerstöre ich mal so. Da kommen noch, boah, ganzer Haufen Superkampfdruiden. Okay, hat sich erledigt. Komm da durch die Tür. Dieses Schema des Levels erinnert mich gerade ziemlich an The Truth and Reconciliation von Halo 1, das dritte Level, wo man auch in den... Ich weiß ja, dass Sie sich da oben amüsieren, aber vergessen Sie nicht, den Regulator zu zerstören. Ach so. Ach, der Regulator, ja klar, sicher. Es macht aber gerade echt Spaß, hier so ein bisschen rumzuschießen. Dort, wo man mit dem Lift hochkommt, auf dem Allianzschiff und durch die Türen die ganze Zeit die Zeloten kommen. Das war's. Angriffsschiff gesichert. Gut. Wir haben es geschafft. Was? War das jetzt alles? Da ist das Schiff. Soll ich jetzt da hingehen? Okay, formieren wir uns mal. Feind hat den Rückzug angetreten. So ist es gut. Lauft! Droiden, die sich zurückziehen, ungewöhnlich. Stimmt eigentlich. Droiden haben nichts zu verlieren, deswegen ist das immer so eine Sache. Sie könnten eigentlich bis zur Unendlichkeit weitermachen. Wow. Wir entwischen uns. Die Situation gerät. Oder sie sparen Kontrolle. Einfach nur Kampfeinheiten. Wir können nicht auf Talbot warten. Was? Kämpfen? Wogegen? Gegen das Schiff? Moment, ich schicke den Aufzug runter. Okay, okay. Oh, der Aufzug! Folgen Sie dem Wartungstunnel. Er führt zu Ihrem nächsten Ziel. Mein nächstes Ziel? Ich will kein nächstes Ziel mehr. Ach, hier. Hallo. Deus Ex Machina. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich habe diese Phrase schon so oft gelesen, aber ich kann nichts damit anfangen. Vielleicht geht die Sache schief, aber das ist unsere einzige Chance. Der Tunnel führt zu einem der Turbolaser des Schiffs. Turbolaser? Warum fliegen wir nicht einfach weg? Antrieb offline. Na klar. Ha! Oh Mann. Gut, das Schiff disst Scorch. Wir müssen das Schiff zerstören. Wir haben keine andere Wahl. Die Hilfe der Republik lässt viel zu lange auf sich warten. Angriffsformation einnehmen. Roger. Wenn ich die Angriffsformation einleite, dann kommen sie auch schneller nach und übernehmen auch mal die Führung. Ich brauche aber Munition. Droide. Ey. Delta Team formiert sich. Ich gehe vor mit meiner Pistole. Oh, hi. Ah, okay. Ah, man kann einfach nicht mit der Pistole durchstarten, weil... Die brennt so schnell durch, sie hat zwar unendlich Munition, aber das bringt mir ja nichts. Warum fällt sein Arm nicht ab? Ah, ist der. Okay. Ja, ich musste... Hab vergessen, wie man... Wow! Okay, Problems. Boah, ich bin Hit. Ich hab Hit. Ja Gott, ich hänge hier. Sag doch, ich hab Sniper jetzt wieder? Das sind mir
Ein bisschen zu viele. Nein, dahin. Können wir hier was machen? Nein. Okay. Ja, das habe ich doch gesucht. So ein bisschen IT-Teil-Team. Ja, genau. Genau das. Nur der Panzerbrecher, für den gab es keine Munition. Ah! Dahin! Ah, der Flur sieht cool aus. Ruidikas, verdammt. Na, Geschütze! Gnar! Okay. Scheiße. Sie haben Fixer. Ah, ich kann doch so nicht. Okay. Keine Sorge. Nein! Ach, das ist... Das ist das Geschütz, das die da holt. Okay, das regeln wir. Na, komm jetzt weg. Oh, Mann. Komm, auf den Ruf. Ich kümmere mich um den Rest hier. Ah, fuck. Okay, gut. Einer nach dem anderen. Bitte. Oh, lass... Schütz mich. Schütz mich, sieben. Ach Gott, ey, 6-2. Was ist denn hier los? Oh, das wird sowas von knapp. Oh, nein. Wenn ich da jetzt drauf gehe, dann wird es 7 auch nicht schaffen. Okay. Erstmal sammeln. Gedanken gut auf einen Haufen bringen, um ihn zu nutzen, hier victorious auszugehen, ja? Okay, an Fixer komme ich vielleicht noch dran. Abrupt. Ach, Quatsch, an Fixer komme ich ran. Warum zerstöre ich nicht einfach das Geschütz? Das war's ja schon. Okay, Fixer. Jo. Da dran. Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. So, jetzt bist du dran. Das schaffen wir. Alle wieder da. Hier ist kein Geschütz mehr. Ist da ein Geschütz? Ja. Das ist schon down. Gut. Jetzt haben wir das so ein bisschen mit Snipern in der Hand. Du gehst weg, halt dich als Erster. Scorch behält die Sache im Auge. Heilen Sie sich, Delta. Jetzt will ich meinen Sniper wieder haben. Die Tür ist zu, aber da ist einer hinter, das weiß ich doch. Oh. Okay, der ist down, da kommen noch mehr, ey. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. So. Position ändern, Delta. Volltreffer. Alles hat hier seinen geregelten Gang. Ich habe das natürlich alles nicht umsonst so auf meinen Blaupausen aufgeschrieben. Sehr schön. Vorrück. Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Gegnertermin. Shit. Da, hol ihn. Da, warum tut er denn nichts? Das ist wieder so typisch Fixer. Okay, wir haben es aber auf jeden Fall. Einmal hier durchladen. Und dann kann es auch weitergehen. Ach du Scheiße, wir müssen hier hoch. Navigationssysteme ausgefallen. Ach Quatsch, echt? Hier ist eine ganze Menge ausgefallen, oder? Sie, Bagdad, jetzt. Okay. Die holen wir uns jetzt. Panzerbrechermanöver. Oh, Munition. Suchen Sie den Bereich ab.